Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage und ich möchte auf eine Community-Frage eingehen von Matthias Mayrose. Ich glaube, das kann für den einen oder anderen hier interessant sein. Und zwar schreibt er: Wenn ich mir Geld von XYZ leihe und dieses für Kaufnebenkosten nutze, darf ich die Zinsen davon ja steuerlich geltend machen. Das stimmt erstmal. Wenn mir mein Vater zum Beispiel jetzt 400.000 Euro leihen würde, ich das Geld aber größtenteils lediglich als Eigenkapitalnachweis angeben würde, dürfte ich die Zinsen dafür dann auch ansetzen. Theoretisch liegt es hier nur auf dem Konto rum, aber durch so hohes EK sinken die Zinsen bei Banken und ich kriege eventuell größere Objekte, die ich ohne diese Leihe nicht bekommen hätte. Somit ist es in meinen Augen ein sinnvolles Darlehen, welches meiner Meinung nach steuerlich anrechnen dürfte, da logisch und nachweislich wirtschaftliche Zwecke verfolgt werden. Ich möchte an der, also soll jetzt keine persönliche Wertung oder Kritik oder so sein, aber ich würde an dieser Stelle gerne mal auf die Woche 1 vom Steuercoaching verweisen, wo Alex so, also Alex Fischer so sagt, wir machen hier keine Gestaltungen, die irgendwie komisch sind oder irgendwie gemauschelt. Oder beziehungsweise nennt das ja auch die Bild-Zeitungsregel, also sprich, macht nur Sachen, wo du dann okay damit bist, wenn die am nächsten Tag in der Bild-Zeitung auf der Titelseite stehen und dann und alle das wissen, wie du das gemacht hast. Also ich meine, es ist ja jetzt der schon der Wortbedeutung nach unlogisch, wenn jetzt so der gleiche Geldbetrag, den du, wo du bei der Bank dran schreibst, ist es Eigenkapital. Also bei der Bank sagst du, ist es Eigenkapital und beim Finanzamt, beim Finanzamt sagst du, oh, ich habe hier einen Kredit und die Zinsen dafür und das gehört zu einer Geldanlage und das müssen wir jetzt irgendwie steuerlich mindern. Also ich meine, dass sowas jeden Tag passiert, dass man mal sein Eigenkapital ein bisschen aufhübscht, entweder um eine Finanzierung überhaupt darzustellen, um jetzt so Geld für die Kaufnebenkosten überhaupt zu haben oder dass man sich ein bisschen besser darstellen will. Das passiert ja jeden Tag und ich bin ja auch irgendwie jetzt, wie sagt man das so, nicht päpstlicher sein als der Papst, ich weiß ja, wie das ist. Nur ganz streng genommen, also wenn du der Bank gegenüber sagst, hier das ist Eigenkapital und in Wirklichkeit ist es aber geliehenes Geld und unten am Finanzierungsantrag unterschreibst du dann, dass deine Angaben vollständig und richtig sind, dann bewegst du dich halt erstmal im Bereich des Kreditbetrugs. Das ist insofern schlecht, dass halt die Bank theoretisch so ein Darlehen mal fällig stellen könnte und rückabwickeln und dass es sogar Betrug halt strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, wo kein Kläger, da kein Richter und in 99% der Fälle oder wahrscheinlich in 999 von 1000 Fällen passiert da auch nichts, aber der Teufel steckt ja ein bisschen im Detail und jetzt mal folgendes Szenario. Du bist jetzt, und ich will nicht sagen, dass das aus der Luft gegriffen ist, sogar jetzt nicht genau mit diesen Zahlen, aber sowas ist jetzt gerade jüngst vorgekommen, weil nehmen wir an dem Beispiel, du gehst jetzt in die Bank, willst irgendwas finanzieren, sagst hier, ich habe 400.000 Euro, die sagen ja, alles klar. Ich meine, wenn die 400.000 Euro jetzt gar nicht so zu deinen sonstigen wirtschaftlichen Verhältnissen passen, dann werden die schon mal fragen, wo das Geld herkommt. Aber grundsätzlich, du sagst jetzt der Bank, ach, ich habe hier noch 400.000 Euro, die sagen ja, super, da finanzieren wir hier dir deine 1, 2, 3 Objekte, die du haben möchtest und alles ist gut, weil du hast ja 400.000 in der Hinterhand. Und jetzt ist irgendwie hier gerade Corona beispielsweise und die ganzen Gewerbemieter zahlen nicht und ein paar von den privaten Vermietern auch nicht, ein paar von den privaten Mietern. Dann gehst du jetzt halt in deine Bank, sagst hier, lass uns eine Ratenstundung machen und eine Tilgungsaussetzung. Dann denkt sich der Banker, und ich weiß, ich habe nun viel mit Bankern zu tun und weiß, wie die das machen, die haben es mir ja zumindest auch so gesagt. Dann machen die halt eine Plausibilitätsprüfung. Also da kommt einer und sagt, hier, ich muss die Tilgung aussetzen. Dann denkt sich der Banker, warum muss der die Tilgung aussetzen? Der hat doch noch 400.000 Euro, was ist denn damit? Und das kann dann zum Beispiel mal so was sein, wo dann mal eine Plausibilitätsprüfung stattfindet. Wie ist das überhaupt alles gelaufen? Und wenn da halt jemand nachbohrt,
dann kann sowas halt wirklich ein bisschen Ärger geben. Das Problem, wenn du halt anfängst, komische Gestaltungen zu machen und zu mauscheln, und glaub, ich weiß, wovon ich rede, es holt dich irgendwann auf irgendeine absurde Art immer wieder ein und dann musst du halt immer anfangen, so eine, sag ich mal, Ungenauigkeit durch eine andere zu ersetzen und das stresst einen irgendwie. Also Alex hat das ja mal so ein Beispiel erklärt von Leuten, die so Buntgeld haben und sagt, die ab 50 nehmen die alle Beta-Blocker. Glaubt mir, bei Leuten, die mit ihren Finanzierungen, die das in der Darlehensakquise zu sportlich machen, bei denen ist das ganz, ganz ähnlich. Also wie gesagt, du bist da, wenn du so eine Gestaltung machst gegenüber der Bank, hast du immer ein schwebendes rechtliches Problem. Ich meine, mit der Variante jetzt mal ganz überspitzt gesagt, kannst du sogar schaffen, dass du wegen Kreditbetrug und halt irgendeinem Steuervergehen in einem dran bist. Du musst ja halt immer, aber das werden nicht so der Udo Heymann beispielsweise oder die ganzen Steuerberater hier, die werden das genauer ausführen können als ich. Du musst halt einen Zusammenhang zwischen der Fremdmittelaufnahme und einer Geldanlage darstellen können. Und wenn du jetzt Geld aufnimmst und bezahlst dafür irgendeinen Zins und packst und das Geld liegt dann aber einfach auf dem Konto, welches gar nicht oder niedriger verzinst ist, dann ist das halt keine Geldanlage, sondern bestenfalls Liebhaberei. Also eigentlich ist es irgendwie nur komisch. Also wenn ich jetzt diese Gestaltung machen wollen würde, dann würde ich das, aber das ist jetzt keine steuerliche Beratung, sondern so wie ich das halt versuchen würde zu tun. Ich würde dann halt vielleicht für den, du hast jetzt zum Beispiel so vom Vater gesprochen, ich würde dann halt für den bei irgendeinem Objekt halt noch eine nachrangige Grundschuld eintragen. Also wenn jetzt mit der Bank so ist es gekauft, die haben ihre Grundschuld bestellt, das ist alles schön, weil ja 3 Wochen später nochmal zum Notar gehen und dann für halt den, der mir das Geld gegeben hat, nochmal eine Grundschuld eintragen lassen, wenn ich mir mit dem einig bin. Dann kann ich das irgendwas beim Finanzamt nochmal verargumentieren. Hier das Darlehen und die Grundschuld und das Objekt, das gehört irgendwie alles zusammen. So würde ich das, also wenn ich jetzt so arbeiten wollen würde, würde ich so tun. Aber ich bin der Meinung, wenn ich jetzt schon, sage ich mal, der Bank irgendwie eine Story erzähle mit dem Eigenkapital und so weiter und ich komme damit durch, was halt meistens klappt, dann würde ich den Bogen jetzt nicht noch so weit überspannen, dass ich das dann beim Finanzamt noch geltend machen will. Weil spätestens, wenn du jetzt mal auch neue Investments machen willst und dann ist bei den bestehenden Objekten noch halt die Grundschuld drin, die du für die Dokumentation gebraucht hast, dann fragen die, gibt es dazu einen Kreditvertrag, wie hoch ist eigentlich die Rate, was ist eigentlich, ist das marktüblich, müssen wir da auch noch eine Stressannuität ansetzen, also das ist schwierig oder wenn die Zinsen, die du steuerlich geltend machst als Ausgaben, wenn die mal deine Steuererklärung lesen und es passt nicht zu deinen Kreditverträgen, also wenn du das da halt so völlig übertreibst, so der Rattenschwanz, der wird meines Erachtens nach immer länger. Das ist was, das würde ich, wenn man mal irgendwie so finanziell sich eine Unterstützung holen muss, um mit Immobilien weiter wachsen zu können, das ist ein Punkt, an den kommt jeder Investor irgendwann und jeder, also zumindest die, die erfolgreich geworden sind, finden dafür auch immer eine smarte Lösung. Smart ist hier auch nicht gleichbedeutend mit 100% juristisch sauber. Man sollte es halt irgendwie nicht übertreiben.